Eigentlich will ich eine Cola haben, aber irgendwie habe ich vergessen, die einzukaufen. Was für ein Scheiß. Wasser, Multisaft. Ist doch nicht gesund, oder? Lass mich mal. Was ist? Oh Gott, nee. Das hier ist doch Wasser. Na komm, nochmal. Oh Gott, wie das riecht. Es riecht nach Wasser. Ja, warte, wenn ich mal. Komm, komm. Na komm. Oh mein. Oh, nee, 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 nee. Das hier vielleicht? Na komm. Na komm. Komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein Scheiß. Was mache ich jetzt? Ich hab's. Ich hab eine Idee. Oh, ich liebe dich. Oh, ich hab dich vermisst. Es tut mir so leid. Ich hab dich vermisst. Oh. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, das war nicht das schlimmste Intro aller Zeiten. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, machen wir mal ein bisschen Spaß heute aus dem Ganzen. Was ich heute für euch habe, ist das nächste Perk, was wir uns jetzt wirklich mal vornehmen und gucken, was bewirkt es eigentlich? Was bringt es uns? Es ist ein Perk, was wir aus jedem COD bisher kennen. Ich glaube, es gab es in keinem COD nicht das Ganze. Und zwar reden wir heute über das Perk Geist. Geist funktioniert ja im Prinzip immer gleich. Und zwar, wenn jemand eine Drohne am Himmel hat, soll es denjenigen, der die Drohne hat, davor schützen, dass er damit nicht auf dem Radar bei den Gegnern entdeckt wird, die dann eben mit der Drohne spielen. Bisher war das immer so, dass du eine Mindestgeschwindigkeit haben musstest für dieses Geist-Perk, damit du auf der Karte nicht gesehen wirst. Das hat einen einfachen Grund, und zwar wollten die Entwickler immer damit verhindern, dass jemand campt irgendwo in der Ecke und nur weil er Geist hat, von der Drohne nicht gesehen wird. Ob das Ganze aber so funktioniert, wie es soll und ob die Beschreibung genau ist, das werden wir, genauso wie wir es bei Gewandtheit gemacht haben und bei Taktikmaske, heute rausfinden. Wir werden darauf eingehen, ob der Recon oder ob der Geist irgendeinen Unterschied macht gegen den Recon, gegen den Sichtpuls, gegen dieses kleine Markierer-Ding. Wie heißt es denn gleich? Der Sensor-Pfeil, so heißt er. Vielen Dank auch für die Hilfe, vielen, vielen Dank. Wir gucken, ob der Recon mit dem Sichtpuls was dagegen macht, ob Geist was gegen den Sensor-Pfeil macht. Wir gucken uns an, was mit dem System des Fog of Wars ist, also dem Kriegsnebel, den wir hier links oben in der Karte haben. Ihr seht, dieser weiße Balken, der vor uns ist, das ist der Bereich, den wir abdecken, das heißt, den wir sehen. Sehen wir auf diesem Bereich einen Gegner, egal ob der schießt oder nicht, wird er in diesem COD für alle anderen Teammitglieder angezeigt. Deshalb werden wir uns später, nicht heute, auch noch um das Perk Teamlink kümmern. Ist gar nicht so schlecht, wie man eigentlich glaubt, und ich kann gar nicht verstehen, dass es keiner spielt tatsächlich. Also werden wir uns jetzt um alles davon kümmern, dass wir heute wissen, ob es lohnenswert ist, das Perk Geist mit dabei zu haben. Und ich sage euch jetzt schon, es ist das schlechteste Geist-Perk, was jemals in einem COD genutzt wurde. Warum das so ist, darauf gehen wir jetzt einzeln im Test ein. Wenn wir links oben die Minikarte betrachten, dann sehen wir, dass sich dieser kleine Kreis um bei uns, oder dieses Dreieck, etwas verdunkelt, wenn wir im Vollsprint sind. Das bedeutet, dass das Perk Geist aktiviert ist und wir in diesen Momenten vor feindlichen Drohnen geschützt sind und nicht angezeigt werden. Sobald wir aber rutschen, gegen einen Gegenstand laufen, irgendwo auf einen Gegner zielen mit einer Waffe oder sonstiges machen, was dafür sorgt, dass unsere Waffe bzw. dass unsere Geschwindigkeit nicht auf 100% ist, also Vollsprint, werden wir auf der Karte sofort wieder angezeigt. In früheren CODs war es zumindest so, dass man eine Geschwindigkeit von 80-85% gebraucht hat, damit das Perk Geist funktioniert. Ich persönlich bin ja jemand, der sehr viel mit einer Drohne spielt, zum Beispiel WF Nuclear SG, weil Drohne, Konterdrohne ohne Inhalator einfach das Beste ist, was wir machen können. Deshalb finde ich das eigentlich, wenn ich nur von meiner subjektiven Sichtweise aus betrachte, sehr, sehr gut, dass dieses Geist-Perk nur funktioniert, wenn jemand mit 100% sprintet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir nur diese Sache betrachten, Geist schützt uns ja im Prinzip vor feindlichen Drohnen, während wir etwas planten, zum Beispiel eine Bombe deaktivieren, eine Streak nutzen oder uns bewegen. Dann ist jetzt die Frage, wie es sein kann, dass dieses Perk uns helfen soll, wenn wir im Prinzip um die gesamte Map sprinten müssen, während feindliche Drohnen aktiv sind. Jetzt lasst uns doch mal gucken, wir haben jetzt ja eben gesehen, egal ob wir klettern, rutschen, sonstiges, wenn es nicht in voller Geschwindigkeit ist, werden wir von dem Perk nicht geschützt. Deshalb lasst uns mal gucken, ob das Perk vielleicht noch eine versteckte Funktion hat, und zwar gegen den Sensor-Pfeil und den Sichtpuls von Recon. Das habe ich auch einmal getestet.
Und das Ergebnis davon, das sehen wir jetzt. Wenn wir den Sensorpfeil schießen, und vielen Dank an Alonso, der mir hier geholfen hat beim ganzen Test, er hat Geist als Perk aktiviert in seiner Klasse. Trotz Geist sehen wir ihn mit dem Sensorpfeil ganz normal. Dasselbe gilt für den Recon. Wir sehen, der im Sichtpuls hat eine gewisse Frequenz, der hält immer ein paar Sekunden und kehrt dann wieder. Wir sehen ihn trotzdem auf der Karte, genauso lange, wie wir jeden anderen dabei sehen. Was ist denn jetzt aber, wenn wir den Kriegsnebel benutzen, so wie hier? Denn sollte das ja eigentlich, so wie das Perk funktionieren sollte, für uns und unsere Teammates auf der Karte nicht angezeigt werden. Denn, ich habe es ja vorhin eingehend schon mal erklärt, der Kriegsnebel sorgt dafür, dass wir Gegner, die auf der Karte sind, auch wenn sie nicht schießen, für unsere Teammates mitsehen. Aber immer nur in dem Bereich, wo wir etwas sehen können. Jetzt kommt aber das ganz große Aber bei dem Ganzen, und zwar wurde vor kurzem angekündigt, dass einige Perks zukommen sollen, also neue Perks, genauso wie David von der Haar auf Twitter angekündigt hat, dass er Perks, die jetzt aktuell nicht so funktionieren, wie sie sollen, das hat er anscheinend selber festgestellt, ich sag nur Gewandtheit, dass er die nochmal überarbeiten möchte und dass das jetzt im Laufe des Januars geschehen soll. Unter anderem wäre mein Vorschlag, dass wenn man sich das Perk Taktikmaske anguckt, die Suchermaschine oder die Suchermine, jemanden, der Taktikmaske hat, gar nicht erst anvisiert. Trotzdem stirbt man trotz Taktikmaske, weil man meistens eine Sekunde oder anderthalb trotzdem geschockt ist, egal wie schnell man Viereck drückt. Genauso ist es natürlich, dass das Perk Gewandtheit wirklich nochmal überarbeitet werden muss, weil es nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und wenn wir uns jetzt das Perk Geist angucken, wir haben gesehen, was es kontert und was es im Prinzip nicht kontert. Da gibt es für mich eigentlich zwei Vorschläge, wie dieses Perk geändert werden müsste, damit es besser funktioniert und vor allen Dingen wert ist, einen Punkt mitzunehmen, weil man opfert einen Punkt für dieses Perk. Und zwar schraubt man die Geschwindigkeit, die man braucht, damit das Perk aktuell ist, auf ca. 90% von der Gesamt-Sprintgeschwindigkeit runter, nicht so wie jetzt auf 100. So hat man, wenn man Schaft 2 auf einer Waffe hat und einer SMG, trotzdem, insofern man einen Schalldämpfer spielt, denn Schaft 2 bewirkt, dass ihr fast 100%ige Geschwindigkeit habt. Dazu kommt noch ein Video, keine Sorge, es ist so viel in der Pipeline aktuell. So sorgt man dafür, dass dieses Perk bei 90% Geschwindigkeit funktioniert, man unter gewissen Umständen geschützt ist vor feindlichen Drohnen und vor allen Dingen sollte man bei dem Ganzen bedenken, wäre es nicht allzu verkehrt, wenn man mit Geist nicht auf der Minikarte der feindlichen Gegner erscheint, auch ohne Drohne oben, nur weil ein Gegner einen sieht. Das heißt, wenn ich einen Gegner sehe und der hat Geist, dann sollte der weder auf meinem Radar erscheinen, noch auf dem Radar von irgendeinem meiner Teammates. So hätte man zumindest einen sinnvollen Punkt ausgegeben für ein Perk, was hilfreich ist. Denn aktuell, muss ich euch ganz ehrlich sagen, kann man das Perk Geist komplett rauslassen und statt diesem Perk entweder ein anderes mitnehmen aus der dritten Kategorie oder man nimmt stattdessen einen Raketenwerfer mit. Damit geiert ihr die Drohnen, ihr kriegt extra Punkte, ihr helft euren Teammates und ihr baut eure Streak schneller auf. Und von einer Drohne gesehen werden tut ihr damit auch nicht, weil sie instant verschwindet. Es macht einfach keinen Sinn, mit 100% Geschwindigkeit über die Map zu rennen, weil ihr dann nicht in der Lage seid, Gunfight zu bestreiten und schon gar nicht zu gewinnen. Ihr müsst immer mal pre-aim, ihr müsst immer mal vorsichtig sein, irgendwo kriechen, rutschen, klettern, alles mögliche. So ist das Movement-System in diesem Spiel gemacht und nach derzeitigem Stand kann man dieses Perk komplett in die Tonne treten. Mein Fazit von dem Ganzen, wenn wir uns jetzt angucken, was wir bisher durch haben, das ist Taktikmaske, das ist Gewandtheit, das ist Geist. Wir haben in diesem COD unglaublich wenige Perks im Vergleich zu anderen CODs, wenn ihr euch mal anguckt, wie viel wir in Black Ops 3 haben und wie viel wir hier in Black Ops 4 haben. Und trotzdem, obwohl wir nur wenig Perks haben, muss man die Waffen vollladen oder man spielt die Standard-Perks und zwar Gung-Ho, Totenstille, Taktikmaske und Plünderer bei Bedarf, wenn man kein Crash spielen möchte. Vielleicht auch noch Kugelweste, aber es gehen halt aus der ersten Kategorie nur zwei. Außer man opfert noch mehr Punkte, um drei davon zu nehmen. Die Perks in der derzeitigen Verfassung sind unnötig, helfen nicht und sind wirklich überarbeitungsbedürftig. Dazu kommt ja nun mal die Tatsache, dass aktuell geplant ist, noch ein Perk, das heißt Sanitäter reinzubringen. Ein Perk, was dafür sorgt, dass man sich nicht mehr selbst heilen muss, sondern dass man automatisch geheilt wird. Wie sie das balancen, ich habe keine Ahnung zum jetzigen Zeitpunkt, aber wir wissen, das Perk Geist können wir alle aus unseren Klassen streichen, selbst aus den Stealth-Klassen, die man gerne mal spielt.
Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen, meine Freunde. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und denkt dran, es läuft noch die Anmeldephase für die Challenges. Das heißt, wenn ihr da was Schönes habt, schreibt das unten rein. Dann wird die Challenge für den 6000 Abonnenten-Stream kommen. Wir sind schon wieder bei 6200. Es geht unglaublich schnell. Also vielen, vielen Dank. Ich kürze das jetzt hier ab. Lasst eine Bewertung da, ich würde mich freuen. Wenn du ein neuer Abonnent bist und dir das Video bis zum Ende angeguckt hast, lass gerne ein Abo da, würde mich auch riesig drüber freuen. Wir sehen uns bei morgen dann im Twitch-Livestream. Mein neuer Rechner kommt auch übermorgen, also Leute, es läuft aktuell. Macht euch einen schönen Abend, haut rein, ciao, ciao.